Herzlich willkommen zurück beim Microsoft Flight Simulator in der Flugschule und zwar Segelflug Teil 7. Hangwindaufstieg, das ist die letzte Lektion in dieser Kategorie, die wir insgesamt hier in der Flugschule absolvieren dürfen. Und ja, wir haben schon ein bisschen was gelernt. Zu guter Letzt, wo finden wir Thermik und wie nutzen wir sie aus? Und ja, auch hier haben wir wieder eine ganze Menge Text. Mal gucken, ob ich das halbwegs fehlerfrei ablesen kann ohne Brille, aber wir werden es sehen. Hangaufwind, Aufstieg. Das hat schon mal funktioniert. Aufstieg im Hangaufwind gilt als eine der spektakulärsten und bereicherndsten Aktivitäten in der Welt der Segelflugzeuge. Bestimmte Orte auf der Welt sind dafür bekannt, ideale Bedingungen für den Aufstieg im Hangaufwind zu haben. Einer davon ist Zentral-Pennsylvania im Nordosten der USA. Hier gibt es mehrere Bergkämme, die bewegte Luft in die obere Atmosphäre zwingen, auf der Segelflugzeuge stundenlang reiten können, indem sie vorsichtig über die Landschaft manövrieren. Einer dieser Kämme befindet sich in der Nähe von Belleville. Sobald wir am Belleville sind, drehen wir und fliegen den Kamm entlang. Wenn wir uns dem Highway 322 nähern, kehren wir zum Flughafen zurück. Der Flug beginnt in der Luft direkt oberhalb des Flugplatzes Milfin County in Reidsville, Pennsylvania, USA. Grundlagen des Hangaufwinds Aufstiegs. Aufstieg im Hangaufwind ist konzeptionell einfach. Wind kollidiert mit einer topografischen Barriere wie einem Bergkamm oder einer Hügellinie oder einer Meeresklippe und wird nach oben gedrückt. Dies erzeugt Auftrieb auf der Luftseite und über der Oberseite der Barriere. Aufgrund der Schwerkraft des Auftriebs steigt diese sich bewegende Luft dann entlang der Lee-Seite, also Luv und Lee, ne, kennen wir vielleicht vom Segeln noch, entlang der Lee-Seite der Topographielinie ab. Segelflieger können diese Art von Auftrieb nutzen, um das Segelflugzeug hunderte von Metern über ihrer Starthöhe zu bringen. Piloten können diesen Auftritt nutzen, so hoch es geht oder niedrig bleiben und ihre Fähigkeiten testen und nur so viel davon nutzen, um gerade genug Höhe zu gewinnen, um kilometerweit entlang der Topographie zu fliegen. Es gibt einige Grundregeln für den Aufstieg im Hangwind. Halten Sie die Fluggeschwindigkeit hoch genug, um gefährliche Turbulenzen und Abwinde zu überwinden. Sie sollten am oberen Ende des grünen Bogens fliegen. Wenden Sie sich immer vom Kamm ab. Gehen Sie niemals auf die Lee-Seite. Absteigende Lee-Seite Luft kann stark sein. Verkehr. Sie werden häufig anderen Flugzeugen begegnen, die sich am Aufstieg im Hangaufwind versuchen. Bei Verkehr befolgen Sie diese Regeln. Das Segelflugzeug mit dem Kamm auf seiner linken Seite weicht dem Gegenverkehr aus, indem es vom Kamm abbiegt. Ja, also wir fliegen hier entlang, auf der Seite jetzt zum Beispiel, hier ist der Kamm, dann kommt ein anderes Flugzeug und wir weichen aus, indem wir nach rechts abfliegen. So, das Überholen eines Flugzeugs ist nur erlaubt, wenn Sie sich zwischen dem langsamen Flugzeug und dem Kamm befinden. Mhm. Also, mal angenommen, hier fliegt ein langsames Flugzeug und wir sind genau der hier, dann können wir überholen, indem wir zwischen Kamm und da fliegen. Links dürfen wir nicht überholen. Okay. Übungsziel. Am Ende dieser Mission werden Sie in der Lage sein, mit Hangaufwind entlang eines Kamms zu fliegen. Die Regeln für Verkehrsrechte zu verstehen, einen Flug entlang des Kamms fliegen, zurückkommen und bei Seitenwind am Flughafen landen. Na, da bin ich mal gespannt. Dauert ungefähr 10 Minuten. Dies wird Ihre Einführung in das Hangaufwindsegeln sein. Wir sind gerade vom Flugplatz Reidsville gestartet und befinden uns in Richtung des Bergrückens von Jack's Mountain. Bei vorherrschenden Winden erzeugt der Bergrücken guten Auftrieb. Der Gebirgsrücken erstreckt sich über viele Kilometer, aber wir werden nur einen kurzen Abschnitt für die Einführung nutzen. Fliegen wir direkt zum Rücken und folgen wir ihm in südwestlicher Richtung. Wir haben auf unserem Weg zum Grat Rückenwind, sodass wir schnell dort ankommen werden. Ich glaube, wir sind einen Ticken zu hoch, ne? Auf den Grat aufsteigende Luft bemerken, machen Sie eine Rechtskurve. Eine der Grundregeln des Rückenfluges ist es, die Lee-Seite des Rückens zu meiden, da sich in dieser Region häufig Abwinde melden. Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass wir näher dran sein müssten. Die Geschwindigkeit.
Geschwindigkeit, bis die Vertikalgeschwindigkeit auf Null sinkt. Aber bleiben Sie unterhalb des gelben Bogens. Steuern Sie das Flugzeug weit genug in den Seitenwind, um ein Abdriften auf die Lee-Seite zu vermeiden. Wir werden in etwa 5 Minuten umkehren, wenn wir quer ab von Belleville sind. Beobachten Sie unterdessen die Vertikalgeschwindigkeit. Wenn sie ein konstantes Sinken anzeigt, sollten wir versuchen, näher oder weiter vom Rücken wegzufliegen. Ja, ich finde, wir sind ja noch ziemlich weit vom... Im Moment müssen wir den Weg freimachen, weil sich der Bergrücken links von uns befindet. Aha. Wenn sich der Verkehr nähert, wenden Sie sich so weit nach rechts, dass der Verkehr passieren kann. Und manövrieren Sie dann zurück zum Rücken. Dann müssen wir erstmal gucken, wo denn der Verkehr ist, der andere. Ich würde sagen, da hinten... Also wir sind vom Speed her auf jeden Fall zu langsam. Und ich glaube auch, dass wir einen Ticken weiter hier nach rechts rüber müssen, insgesamt. Na, mir kommt so ein bisschen so vor, als würden wir auf der Stelle schweben. Und wahrscheinlich ist es auch nicht ganz richtig, was wir hier gerade machen. So, jetzt haben wir auch den Speed, den wir brauchen. Also Nase runter und dann geht das auch mit dem Speed. Du bist ja wahnsinnig bei dem Sound. Wir sind quer ab von Belleville. Kehren wir um. Denken Sie daran, sich vom Rücken abzuwenden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir tatsächlich so hoch fliegen sollten. Also scheint ja aber trotzdem zu funktionieren, weil ja der Wind hier trotzdem nach oben kommt. Aber andere Flugzeuge habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, die uns jetzt hier in irgendeiner Form überholen könnten oder dazu bringen würden, irgendetwas zu tun. Theoretisch könnten wir jetzt auch trimmen, dann müsste ich nicht die ganze Zeit hier den Joystick, den Yoke, drücken, dass wir die Geschwindigkeit halt so ungefähr haben. Ja, ich finde das Speed halten hier teilweise so ein bisschen noch mit am schwierigsten. Das wird uns auch nicht so viele Punkte einbringen gerade.
Fly back along the ridge to Highway 322. Ja, was soll man sagen? Das Gejaule, das ist schon echt krass. Ja, aber andere Flieger sehe ich jetzt tatsächlich nicht. Das war also nur der reine Hinweis. Na, ich dachte, da hinten kommen vielleicht welche. Nee, aber es war nur der reine Hinweis darauf, dass... dass es so kommen könnte. Oh, wir können sogar auf den hinteren Sitz switchen. Das ist ja ein Ding. And of course. Dies ist Highway 322. Führen Sie die Kurve aus. Großartig geflogen. Sie können jetzt auf jeden Fall das Fliegen am Grat auf eigene Faust ausprobieren. So, und jetzt wollen wir gleich landen. Sie können auch eine weitere Runde drehen, wenn Sie sich alleine noch nicht wohlfühlen. Ein weiterer Trainingsdurchgang sollte Verbesserungen bringen. Aha. Endet also doch an dieser Stelle. Wir müssen gar nicht mehr landen. Also, Fly to the Ridge hat tatsächlich noch 481 Punkte ergeben. And enter the ascending air. Ascending. So, die aufsteigende Lust, Luft. Fly along the ridge to Belleville, then turn around. Ja, das mit dem Speed, das hat nicht so richtig gut geklappt. Ja, muss man sich auch ein bisschen konzentrieren und auf dem Rückweg war es schon besser. Ja, machen wir nochmal. Ihre Einführung in das Hangaufwindsegeln sein. Wir sind gerade vom Flugplatz Reedsville gestartet und befinden uns in Richtung des Bergrückens von Jack's Mountain. Bei vorherrschenden Winden erzeugt der Bergrücken guten Auftrieb. Der Gebirgsrücken erstreckt sich über viele Kilometer, aber wir werden nur einen kurzen Abschnitt für die Einführung nutzen. Fliegen wir direkt zum Rücken und folgen wir ihm in südwestlicher Richtung. Wir haben auf unserem Weg zum Grat Rückenwind, sodass wir schnell dort ankommen werden. Sobald Sie beim Landeanflug auf den Grat aufsteigende Luft bemerken, machen Sie eine Rechtskurve. Eine der Grundregeln des Rückenfluges ist es, die Lehseite des Rückens zu meiden, da sich in dieser Region häufig Abwinde bilden. Versuchen Sie, eine möglichst hohe Geschwindigkeit beizubehalten, wenn Sie nahe am Gelände fliegen, denn so haben Sie die besten Ausweichmöglichkeiten. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit, bis die Vertikalgeschwindigkeit auf Null sinkt, aber bleiben Sie unterhalb des gelben Bogens. Steuern Sie das Flugzeug weit genug in den Seitenwind, um ein Abdriften auf die Lee-Seite zu vermeiden. Wir werden ja, das machen wir auch. Umkehren, wenn wir quer ab von Belleville sind. Also ich glaube, dass wir schon besser sind als vorher. Ich habe auch den... Slip-Glide gemacht, ne? Einmal rechts ins Pedal getreten und links das Ruder angedrückt. Im Moment müssen wir den Weg freimachen, weil sich der Bergrücken links von uns befindet. Wenn sich der Verkehr nähert, damit wir schnell sinken können. Nach rechts, dass der Verkehr passieren kann. Und manövrieren Sie dann zurück zum Rücken. Ja. Es nähert sich aber kein Verkehr. Gehört jetzt, glaube ich, auch nicht zum Ausbildungsschnittabschnitt hier. Also keine anderen Flugzeuge unterwegs. Aber grundsätzlich, ja, also da kann ich schon verstehen, ne, wenn das hier
quasi ein durchgehendes... Kissen ist. Entlang dieser Bergkämme, dass man hier halt auch kilometerweit lang fliegen kann, ne? Höhe sind 1066 Meter, Speed 176 roundabout. Ist auch witzig, dass das hier in km/h jetzt angegeben ist. Ja, aber ich habe schon ein besseres Gefühl dafür. So, jetzt haben wir den Speed mal eben wieder überschritten. Wir sind quer ab von Belleville. Kehren wir um. Denken Sie daran, sich vom Rücken abzuwenden. Das ist jetzt eine langsame Kurve. Und Rückflug. Tausend Fuß haben wir ungefähr. Bei 170 Knoten, km/h sogar. Ja, Segelfliegen ist vielleicht auch eine Alternative, aber da kenne ich die Konditionen auch noch nicht. Weiß nicht, was da ein Flugschein kostet und eine Mitgliedschaft in so einem Club, weil ja, gibt ja unterschiedliche Varianten. Ne? Der eine oder andere hat selber so einen Segelflieger, aber ich kann mir vorstellen, dass die auch ein bisschen was kosten und dass dann eher so Vereine die Flieger zur Verfügung stellen. Dann aber auch ein Vereinsleben wahrscheinlich gefordert ist. Genau, mal gucken, dass wir noch mal ein bisschen von dem Wind hier mitkriegen, ne? Dass wir auch ein bisschen die Höhe hier mitnehmen können. Jetzt fliegen wir ja gerade so ein bisschen links ab vom... Luftkissen, wie sie es ja genannt haben. So, und offensichtlich beginnt hier vorne eine Quelle, ein Fluss, ein Spring. Ja, da sind wir wieder auf 1000 Meter angekommen. Geschwindigkeit 167. Das passt. Können wir vorstellen, dass es diesmal deutlich mehr als ein Charlie ist und wir doch ganz gute Punkte hier mitnehmen werden. Perfekt ist es mit Sicherheit nicht, weil ich zwischenzeitlich die Speed nicht gehalten habe auf dem Hinflug. Ja, aber gefühlt dauert es noch eine halbe Ewigkeit, bis man hier diese paar Kilometer da erreicht hat oder hinter sich gelassen hat. And of course, direkt vor uns. Aber haben wir gut gehalten jetzt. Sowohl die Höhe als auch die Geschwindigkeit. Dies ist Highway 322. Führen Sie die Kurve aus.
das Fliegen am Grat auf eigene Faust ausprobieren. Wir können auch eine weitere Runde drehen, wenn Sie sich alleine noch nicht wohlfühlen. Hervorragende Arbeit. Mit mehr Training werden Sie sich weiter verbessern. Oh, das ist tatsächlich nur ein B geworden. Das ist ja ein Ding. What? Fly to the Rich. Da gab es nur 41 Punkte. Das ist ja ein Ding. Damit hätte ich nicht gerechnet. Damit hätte ich nicht gerechnet. Na gut, ich mache es noch einmal, bis ich das A erreicht habe. Ob ich das hier reinschneide, werden wir noch sehen. Ja, vielleicht mit dem Ergebnis zum Schluss. Mal gucken. Dies wird Ihre Einführung in das Hangaufwindsegeln sein. Wir sind gerade vom Flugplatz Reedsville gestartet und befinden uns in Richtung des Bergrückens von Jack's Mountain. Bei vorherrschenden Winden erzeugt der Bergrücken guten Auftrieb. Der Gebirgsrücken erstreckt sich über viele Kilometer, aber wir werden nur einen kurzen Abschnitt für die Einführung nutzen. Fliegen wir direkt zum Rücken und folgen wir ihm in südwestlicher Richtung. Wir haben auf unserem Weg zum Grat Rückenwind, sodass wir schnell dort ankommen werden. Sobald Sie beim Landeanflug auf den Grat aufsteigende Luft bemerken, machen Sie eine Rechtskurve. Eine der Grundregeln des Rückenfluges ist es, die Lehseite des Rückens zu meiden, da sich in dieser Region häufig Abwinde bilden. Versuchen Sie, eine möglichst hohe Geschwindigkeit beizubehalten, wenn Sie nahe am Gelände fliegen, denn so haben Sie die besten Ausweichmöglichkeiten. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit, bis die Vertikalgeschwindigkeit auf Null sinkt, aber bleiben Sie unterhalb des gelben Bogens. Steuern Sie das Flugzeug weit genug in den Seitenwind, um ein Abdriften auf die Lee-Seite zu vermeiden. Wir werden in etwa 5 Minuten umkehren, wenn wir quer ab von Belleville sind. Beobachten Sie unterdessen die Vertikalgeschwindigkeit. Wenn sie ein konstantes Sinken anzeigt, sollten wir versuchen, näher oder weiter vom Rücken wegzufliegen. Achten Sie auf weiteren Flugverkehr. Im Moment müssen wir den Weg freimachen, weil sich der Bergrücken links von uns befindet. Wenn sich der Verkehr nähert, wenden Sie sich so weit nach rechts, dass der Verkehr passieren kann, und manövrieren Sie dann zurück zum Rücken. Ja, also diesmal haben wir zumindest 2 grüne Haken am Anfang bekommen. Geschwindigkeit passt soweit auch. Wir wollen natürlich nicht zu schnell werden. Ne? 183 km/h ist ja hier die Grenze. Die haben wir hier an der Stelle auch sogar schon erreicht gehabt. 187 km/h, also wie gesagt, wirklich nicht zu schnell werden. Und wir wollen uns auch nicht zu weit nach links abdriften lassen. Oder abdrängen lassen. Ja, wir können nur abdriften, ne? Und nicht abgedriftet werden. Kleinigkeit. Ja, und sie hat gesagt, 5 Minuten fliegen wir in diese Richtung. Zum Turnback Point. Ja, wenn ich das so sehe, dann ist unser Gierfaden hier nicht ganz zentral in der Mitte. Wobei, jetzt geht's gerade wieder. Ich wollte gerade sagen, da hatten wir gerade so eine leichte Linksabweichung, so wie jetzt die Rechtsabweichung. Die führt ja zum Schluss dazu, dass wir nicht effizient fliegen, so haben sie gestern gesagt. Das ist ja schon ein Schulterblick wie eine Eule. Ah, haben wir den Speed einmal ganz kurz überschritten.
So, jetzt wollen wir sehen, dass wir den nicht unterschreiten. Jo, dann machen wir uns einfach auf den Weg zurück, ne? Ist ja eine relativ einfache Übung eigentlich, aber das Alpha hier zu erreichen, tja, doch nicht so einfach wie gedacht, zumindest nicht, wenn ich fliege. Es ist ja wie immer. Ja, 953 Meter Höhe haben wir. Ja, und so langsam kennt man dann auch das Cockpit so ein bisschen, ne? Als ich in der Episode 1 dieser Flugschule zum ersten Mal hier eingestiegen bin, da war es natürlich nicht ganz so einfach. So, jetzt komme ich wieder ins Spielen hier. Einfach stumpf geradeaus fliegen. Und nicht zu schnell werden, natürlich nicht. So, da vorne ist der Highway 322. Wir nähern uns mit großen Schritten. Ja, und trotzdem muss man immer wieder die Anzeigen hier alle im Blick behalten, ne? Also, so gerne ich auch aus dem Fenster gucke und mir das einfach landschaftlich anschaue und genieße, muss man sich doch immer wieder, ja, am Riemen reißen und dazu zwingen, auf die Instrumente zu schauen, dass es halt eben nicht außerhalb dieser Geschwindigkeit ist, die wir eigentlich haben wollen. Aber dieses monotone Summen, oh, du ahnst es nicht, ey. Ah, da haben wir den Speed wieder kurz vor Schluss. Doch, ich fühle mich wohl. Hervorragende Arbeit. Mit mehr Training werden Sie sich weiter verbessern. Mhm. Also, wieder nur ein B. Ja, tatsächlich wieder nur ein B. Das heißt, wir haben hier wieder Fly to the Ridge nicht gut genug geschafft. Ja. Werde ich nochmal ausprobieren. Aber das mache ich allein. Ihr habt es verstanden, ich habe es verstanden und manchmal trifft man hier auch diesen Punkt nicht so, wie der Flugsimulator das gerne hätte. Aber damit kann ich leben. Also haben wir ein paar Mal, also 6-mal Alpha, 1-mal Bravo, zumindest bis jetzt. Und ja, damit soll es das gewesen sein mit der Flugschule für Segelflieger und dann können wir demnächst in ein Segelflugzeugabenteuer starten ohne Fluglehrer. Bin ich mal gespannt und ja, ich hoffe ihr auch, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Natürlich sehr gerne nach oben, gerne auch eure Kommentare. Schreibt mir vor allem die hier Segelflieger sind, ne? Nitrox zum Beispiel. Kannst du mir gerne reinschreiben, wo mein Fehler war, warum ich hier so wenig Punkte habe bei Fly to the Ridge. Und ja, ansonsten, wie gesagt, Daumen da lassen, Abo da lassen, Kommentar da lassen, gerne auf den Discord-Server kommen und ja, Instagram und Twitter könnt ihr auch gerne folgen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.